Jawohl, servus, und haben wir wieder mal aus dem Kronwelli. Ja. Heim frisch am Tag. Im Holzerrassen wieder einmal. Boah, Blütenstaub, wie geht's euch? Also Blütenstaub im Flick, dann hat's mich. Dann hat's mich, dann streckt's mich nieder. Es ist fast wurscht, welcher Blütenstaub. Es ist einfach Wahnsinn. Ja. Darum werde ich in dem Video ein paar Mal nissen. Wahrscheinlich, weil sonst meine ich, wird das nichts da. Ja, ich bin wieder unterwegs, frisch am Tag im Revier mit meinem Gefährt, habt ihr schon gesehen. Ein Wahnsinnsgefährt, heißt Dreiachser, Kraft ohne Ende. Schaut es euch an, John Deere Gator. Ja. Wasserfassel hinterm, Wasser drin. Pflanzl gegessen. Holzpflanzl. Seht ihr im Hintergrund schon. Habe ich ein paar Holzpflanzl da. Die habe ich frisch gepflanzt. Ganz besondere Kastanien. Kastanien, da haben jetzt 18 da. Das freut mich ganz besonders. Die habe ich von einem gekriegt. Im Ruckermeier-Sepp. Da sage ich einen sakrischen Dank dafür. Bei dem ist eine riesen Kastanie dort und da ging er unten kleine Pflanzen auf. Da bin ich den Tag einmal hingefahren und hab mir da eine geholt, weil er gesagt hat, die kostet haben. Dann sage ich, jawohl, das passt ganz gut, du. Die baue ich raus, die baue ich ins Holz raus und schaue, dass ich es durchbringe. Und jetzt bin ich natürlich am Gessen, weil die haben da schon empfindlich, wenn es zu noch schneuzt. Und regnet uns jetzt auch nicht so viel, dann muss man es halt alle vergessen. Aber das macht mir nichts aus. Dann mache ich den Schlauch. Da haben wir uns einmal einen guten Schlauch. Von Pflanzl zum Pflanzl da. Und dann gieße ich die. Das Fassl ist ein bisschen heicher, läuft automatisch raus, da brauche ich keine Pumpen. Ideal. Oh, und da gehe ich jetzt von Pflanzl zu Pflanzl und gieße die durch. Pro Pflanzl eine Minute gießen ungefähr. Mache ich aber drei Pflanzen. Eins, zwei, drei. Und wenn ich die drei Viertel habe, dann fange ich bei der ersten wieder an. Da ist das dann schon eingesickert im Boden. Und dann kommt die drei Nummer dran. Also alle zwei Mal, dann haben sie schön durchgesuffen und dann passt die Sache. Ja? Jawohl, ich habe jetzt da mal durchgegessen und dann schauen wir weiter. Ich habe nämlich nur einen Pfleg. Da war ich ja hingepflanzt, da habe ich 100 hingepflanzt. Das zeige ich euch auch noch. Also bleibt ein Video dran. Da zeige ich euch, weil ich die 100 hingepflanzt habe. Das ist auch eine Flecke. Naja. Weil das ist auch ein Käferloch gewesen, die sind halt aber so Löcher, gell? Das sind so Löcher, was tust du jetzt da rein? Naja, aber das zeige ich euch danach, da habe ich die 100 Kastanien, die anderen 100 hingepflanzt und dann schalte ich wieder rein, würde ich sagen. Jawohl. So, jetzt sind wir schon da, am zweiten Fleckel, wo wir Kastanien hergemacht haben. 100 haben da da ungefähr, ja. So genau habe ich es nicht mit den Zöhnen. Da haben wir da so eine Hanglage. Das ist ein Käfernest gewesen, auch ein Käfernest. Und ja, da haben wir jetzt die 100 einmal da reingebaut. Und schauen wir mal, was sie da so tut. Das ist ein ganz interessantes Fleckel eigentlich, wie ich finde. Weil da haben Feuchtern da gewesen, sieht man da. Da steht eine da. Steht ein Baum da, den haben wir still an. Da ist natürlich auch der Käfer nicht eingegangen, gell? Du Glas hier, recht Mords Exemplar. Oh, ja, nein. So Mords ist es jetzt auch nicht, da gibt es schon noch größere. Aber für unsere Verhältnisse ist das jetzt so groß, ne? Weil wir haben Du Glas hier so groß jetzt nicht voll. Also, das ist ein ganz gesundes, gutes Exemplar. Steht da erinnert. Und jetzt hoffen wir mal, dass vielleicht da ein paar Du Glas hier auflegen. Mit der Naturverjüngung, weil bisher ist da noch gar nichts so geflogen. Das ist auch ganz brutal, das wirst du auch nie verstehen. Stell dir mal du Glas hier erinnert und fleck keine Naturverjüngung an. Du Glas hier, nichts, null. Schon jahrelang nichts angeflogen. Noch einmal da einen Kilometer weiter, ging du Glas hier auf. Steck kein du Glas hier dort, ging aber da hinten du Glas hier auf. Und da, genau daneben, ging kein auf. So, jetzt ist die Frage, warum? Ja, entweder. Ja, entweder oder. Katz oder Koder.
ich sage mal so, entweder haben die Mais oder was auch immer, Pegel, recht Hunger. Und wenn die Samen am Boden runterfallen, dann haben die gleich verputzt. Ja. Studentenfutter für Vögel, passt doch. Oder das Drum, da hat einfach keine Samen nicht. Ich weiß es auch nicht. Also, das ist total krass. Da habe ich halt jetzt einmal die Kastanien rein. Da, da schauen wir jetzt mal, was ich da so mache. Aber schon gegessen. Die erste Zeit noch und schauen wir mal, wie sie sich entwickeln. Ja, ein paar schauen schlecht aus, ein paar schauen gut aus. Aber weiß, so ist es halt. Ne? Da kannst du nicht sagen. Das kannst du nicht sagen. Da ist einmal zur Hanglage da, ein Nordhang. Aber wenn es noch Mittag wird und die Sonne umherwandert, dann ist da eine schöne Sonne, auch eine nicht so pralle Sonne. Das ist eigentlich nicht schlecht, also doch nicht schlecht. Ja, ja, schauen wir mal. Die Kastanie braucht relativ viel Licht. Das werden wir dann sehen, wie sich da entwickelt. Ich habe da so Bantel um mich da, so rot-weiß Bantel und einen Tonkinstab rein, weil die haben nicht das Übergewicht kriegen. Und das ist ja so neu, habe ich halt einen Tonkinstab rein. Also so ein Bambussteckerl, ne? Und dann ein Bantel um mich raus, weiß, dass Wild wegbleibt. Aber das bleibt sowieso nicht weg, das weiß ich jetzt schon. Der Verbiss wird da auf jeden Fall da sein. Oder das Aufhängen, also die werden da hinfängen, wird es auch. Aber vielleicht mache ich dann einen Einzelschutz um mich. Das beobachte ich jetzt einmal. Und wenn einzelne angefickt sind, dann werde ich einen Einzelschutz um mich machen. Und wenn nicht, dann lasse ich es auch so, weil ich muss dann jetzt auch aber ein bisschen beobachten. Na, passt das schon. Und dann sehen wir, wie sie sich entwickeln. Genau, ja, das war es wieder gewesen soweit zu unseren Kastanien. Wenn wir da 120 gepflanzt haben, da 100. Und in anderen Flecken hat es ja schon gesehen, nur 20. Dann alles so Löcher, ne? So Käferlöcher. Ja. Kleine Löcher, die wo halt frei bleiben. Was tust du sonst? Frei lauen. Naja, ich mache mal da Kastanien wieder ein Versuchsprojekt. Weil ein Nutzholz wird das keins, das ist eh klar. Aber ich werde das auch nicht mehr erleben, die Kastanien da, wenn die groß sind, sofern sie groß werden. Ja. Aber vielleicht kann sie mal wie anders der Freie und vielleicht werden sie da mal einen Biergarten hermachen. Ne? Ein schöner Biergarten unter Kastanienbaum drin. Unter 100 Kastanien. Ah, werden sie nicht. Wenn 50 durchkommen, dann bin ich zufrieden. Unter 50 Kastanien da ein Biergarten im Holzerasten. Oder was sagt ihr jetzt? Das war's doch einmal, oder? Ein Biergarten im Holzerasten, jawohl. Das war's. Jawohl. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch meine Videos gefallen, wie alle mal. Bewertet es positiv und ganz wichtig, Kanal abonnieren. Na, verpasst das nächste Video ganz gewiss nicht. Schauen wir mal, was da wieder im Freiluftlabor herasten so los ist. Jawohl, schönen Sonntag noch oder Montag, wenn es halt anschaut. Ne? Bis zum nächsten Mal, habt ihr aus dem Kronwelle. Jawohl, servus. Schwammerl aus dem Boden, schierst bei uns die Fröhlichkeit aus uns aus, a Hollaria Hollaro. Und drum ist für uns das Leben ein die allerhöchste Freit, Hollaria Hollaria Hollaro. Hollaria Hollaria Hollaro. Hollaria Hollaria Hollaro.